Herr Präsident, mein Vorredner hat eine ganz richtige Sache gesagt, die manchmal so nicht richtig sind. Ich probiere sie an meiner Intervention anders durchzulegen. Unter dem Begriff Ökonomie solidär, soziale solidär, versteht den unterschiedliche Formen von wirtschaftlichen Aktivitäten, die sich positive gesellschaftlichen und sozialen Impact als Ziel gesetzt haben. Auch wenn es unterschiedlich gedanklich Ursprung an inhaltlich Konzeptionen von dem Begriff gibt, wie Herr Case gesagt hat, Sozialwirtschaft, das ist nicht dasselbe wie Solidarwirtschaft, sind all die Betriebe und Organisationen, die benutzen, aber eine große Gemeinsamkeit, nämlich die ökonomischen Aktivitäten, die sie betreiben, orientieren sich nicht um Prinzip von der Profitmaximierung. Das unterscheidet sie von anderen Betrieben aus dem freien Markt. Sie basieren auf realen gesellschaftlichen Bedürfnissen, denen weder von der öffentlichen Hand entsprach geht, das muss ich so, denn so leider nicht entsprach geht, noch vom freien Markt absingen sich nur der größte mögliche Rendite, das ein gesellschaftliches Demand, der entsprach geht. Ursprung von den Initiativen von der sozialen Solidarwirtschaft als historisches Engagement von den Bürger an aus der Zivilgesellschaft gewirkt. An den 80er und 90er Jahren, wo die Initiativen rund um die Ökonomie solidär, soziale solidär und Gewicht gewonnen haben, gaufen Diskussionen gefordert, ob der Sektor an die Art und Weise wirtschaftlich Aktivitäten zu organisieren, eventuell ein dritter Pilier, wie auch Herr Käse gesagt hat, von unserer Ökonomie kein Sinn, nicht dem öffentlichen und dem privaten, an Schmengen, der den Haut zuhören kann, et as ein. Auch wenn viele von denen Frauen bis heute nicht komplett und nicht zufriedenstellend geklärt sind, so sind aber schon Realitäten geschafft gehen. 25.000 Arbeitsplätze, so sind 12 von 2011, gehen d'entretemps in diesem Non-Profit-Sektor, der wesentlich gesellschaftliche Aufgaben überhält. Und das ist falsch zu sagen, das wären 25.000 Leute, die schwer vermittelbar sind. Das sind Aktivitäten, wo es darum geht, wo es um Soins de Santé geht, wo es um Gacht geht, um Kümmern, um eiler Leid und anderem. Und das sind nicht, das sind teilweise höchst qualifiziert Leute. Dafür ist es auch wichtig, dass sie nicht, dass den Leuten auch entsprechend Revenuen oder Remunerationen gibt, wie dann andere Bereiche von der Privatwirtschaft eben auch der Fall ist. Die Einzelbetriebe und Organisationen aus dem Sektor organisieren sich im Moment je nach Ausrichtung an verschiedene juristische Formen, wie Assoziationen, Fondationen oder Kooperative, wobei zöllemäßig und das gesagt gibt, das BLN, die allermeisten durchstellen. Mit dem heutigen Gesetz gibt für Unternehmen aus der Ökonomie soziale Solidarität die Möglichkeit, auch noch den Urreiz geschaffen, eine kommerzielle Gesellschaftsform umzuholen. Dafür gehen zwei Gründe, ungefähr einerseits geht mit der Schaffung von der Société d'Impact Societal mir eine große Rechtssicherheit par rapport zur bislang am meisten benutzten Form von der SPL geschaffen, das ist besonders en vue von der Autorisation d'Etablissement. Andererseits sollen in Zukunft auch verstärkt Betriebe aus dem Sektor als SIS können und Ausschreibungen von Marché-Publiken deilholen. Und muss ich auch so, weil da doch im Moment am Mengen noch ein falscher Heiriverkommers, dass eine Fakultät für die Akteure aus dem Sektor, die dort eine Gesellschaftsform umzuholen. Das ist nicht so, dass wenn das Gesetz hier an Treff tritt, dass von einem Tag auf den anderen alle guten Assoziationen sich müssen zu einer solchen Form umwandeln. Natürlich, wenn sie wollen an den Benefiz kommen von den Möglichkeiten, die ein SES durchstellt, dann ist das natürlich der Fall. Mehr ist nicht, dass sie durch fies ausgeschlossen sind von dem ganzen Sektor, von der Ökonomie, soziale solidär. Das ist auch meinst richtig, weil das sind eben justement Übergangsprozesse, die dann werden umgehen. Für den möglichen positiven Impact von diesem Text aber auch richtig ausschätzen zu können, soll den effektiv parallel dazu Direktiven gucken, die im Moment auch bei uns in der Chambre an der Prozedur sind. Bislang war es schon so, dass die meisten Betriebe aus der Solidar- und Sozialwirtschaft de facto die Möglichkeit nicht hatten, an öffentlichen Ausschreibungen teilzuhören, besonders durch ihre juristische Struktur, die von den SPL. Dadurch, dass sie nur kommerziell eine kommerzielle juristische Form umhüllen, an zusammen mit der Umsetzung von den EU-Direktiven, die im Moment am Projet de Loi 69-82 deposiert sind und diskutiert sind, soll das in Zukunft möglich sein. Dafür ist es, weil es so wichtig ist, für diesen Sektor, manchmal auch nicht unbedeutend, wenn ich ganz kurz
ob das Gesetz 1982 angeht, was auch explizit annimmt das am Exposé des Motiv. Es geht kraft resümiert darum, dass die öffentliche Hand kann bei Ausschreibungen zusätzlich sozial und ökologisch Kriterien festlegen für verschiedene Marschien zu vergehen. Also Dispositionen, die Betriebe, die an dem doten Sektor aktiv sind, maßgeblich entgegenkommen kann. Es gibt aber dann natürlich auch der öffentlichen Hand Möglichkeit oder Möglichkeit, wirtschaftliche Orientierungen vorzuholen durch Kriterien, die Betriebe ganz allgemein müssen erfüllen, für bestimmte Marschien zu kreieren. Wir werden an den nächsten Woche oder nächsten Monat Zeit kriegen, am Detail auf das Gesetz anzugehen. Ich will just sagen, dass es leider an der Form, wie der Mensch vielleicht eine minimale Umsetzung ist, dass direktiv viel mehr zugelassen hat von Kriterien, die in sich hätte können gehen. Das ist an Eisenhorn am Gang verpasst zu gehen. Na weil, also mit diesem Gesetz, also mit dem Gesetz über Sozietät und Pakt Societal, zusammen mit dem an Eisenhorn nicht weit gehen, den 1982, gehen erweitert Möglichkeiten geschaffen für Betriebe, die nicht rein profitorientiert sind. Den Aktionsradius von denen geht also erweitert. Herr Präsident, als Linke, da ist am Gegensatz vielleicht zu unserem Vierredner echter interessiert, wie das Gesetz sei mit den möglichen Gefahren für den Sektor umgeht, die dadurch entstehen können, dass Betriebe nur formal eine kommerzielle Struktur kreieren. Aber Sie froh, dass das Arbeitsminister weitreichend Gartfuhren angebaut wird, auch wenn ihn sich am Einzelnen sicherlich nach die eine oder andere Disposition hätte können vorstellen. Und das ist eigentlich ganz wichtig und essentiell auch für Zustimmung, für zu dem heute können zu gehen. Erstens, eine SIS-Gesellschaft muss aus Paar den Pakte bestehen, also kann aus Paar de Rendement bestehen, wobei Paar de Rendement ist maximal bis zu 50% dürfen ausmachen. Die Benefizien aus den Paar den Pakten bleiben integral am Betrieb, aber können just für die Weiterentwicklung von den gesellschaftlichen Aktivitäten ausgegeben. Der Benefiz ist der Paar de Rendement, wann es der da ging an der SIS, kann auch just dann ausbezahlt gehen, wenn die gesellschaftlichen Impactziele nachweislich erreicht werden. Für das festzustellen, muss ein SIS neben dem Rapport von einem Revisor der Entreprise auch einen extra finanziellen Rapport aufliefern, den eine Evaluation von den erreichten Zielen beinhaltet. Das heißt, für die SIS-Sozietät als ein hohes Niveau von Transparenz verlangt. Es ist auch nicht möglich, notregelisch Impaktpaaren an Paar de Rendement umzuwandeln. SIS-Paaren können just an Paar de Impakten weiter umgewandelt gehen. An auch steuerliche Vierdeler gehen es just dann, wenn 100% von dem, was erwirtschaftet wird, auch am Betrieb bleibt, auf die Weiterentwicklung von dem Betrieb ausgegeben. Natürlich, wenn sie nicht ausgeschottet gehen und Aktionären oder Societären. Eine Frage diese Stelle, dass natürlich steht, wenn der Minister effektiv die Möglichkeit, was wir prinzipiell begrüßen, die Möglichkeit wird, den Agreement zurückzuziehen, wenn eine Frage geschieht oder wenn die Obligationen nicht seriös angehalten gehen, stellt sich eine Welt froh, was dann in dem Fall mit den Salarien von der Gesellschaft geschieht, wohl wissend, dass das eventuell Kapital von der Gesellschaft schon übergeht oder die Möglichkeit besteht, sie überzugehen an eine andere SIS oder an eine Fondation oder ein SBL d'utilité publique. Herr Präsident, neben allen Opportunitäten, die das Gesetz schafft, und auch neben den Beschränkungen für Abüren zu verhindern, die wir begrüßen, bedauere man, dass die Proposition vom Staatsrat nicht zurückbehalten auf die Prinzipien von der Ökonomie sozial und solidär mehr stark und eine demokratische Gouvernance zu bannen, wie das vorgeschlagen wurde, auch an der Orientierung nun französischen Gesetz. Wenn wir denken, dass eine demokratische Gestion, eine demokratisch organisierte Gestion, gerade an dem heutigen Fall, an dem heutigen Sektor, einen weiteren Wesenszug von der sozialen Solidarwirtschaft ist. Herr Präsident, mit diesem Gesetz betreten wir am gewissen Sinn Neuland. Wir verfahren doch gut, dass den vier letzten Artikel vom Gesetz ausdrücklich eine Evaluation an 3 Jahren von den Auswirkungen vom Gesetz vorgesehen. Das
An eisen noch ein Begrüßenswert, dass es sich heimat der Ausweitung von der profitorientierten Wirtschaft als die, die schon eben bis 25.000 Arbeitsplätze geschaffen wird, Arbeitsplätze, die nachhaltig sind, Arbeitsplätze, die nicht rein davon aufhalten, dass Leute an Mesure gehalten sind, mehr Leute Arbeitsplätze, die als Gesellschaft wirklich halten, die als Gesellschaft um Leben halten und die für allem wichtig und notwendig für uns sind. Merci. Damit sind wir am Ende von unserer allgemeinen Diskussion gekommen. Antwort wird direkt den Herr Arbeitsminister, den Nicolas Schmidt.